Einen wunderschönen guten Morgen zum ersten Racing-Tag. Für uns der zweite Reisetag, aber tatsächlich der erste Racing-Tag. Benny hat sich schon die Haare schön gemacht, hat er gerade gesagt. Ich habe die Haare und ich habe die Darth Vader-Tasse bekommen für einen guten Start in den Tag. Genau, weil wir werden nämlich die Rallye gewinnen. Wir haben das sensationelle Glück, dass wir hier in Dresden beim Rallye-Start. Du darfst, ich zeig dich gleich. Wir dürfen bei Followern übernachten und wir haben, schaut euch das mal an, wunderbares Frühstück, denn Alex, Emily und Greg und die anderen Kinder sind, da ist noch Jonas, Felix schläft da auf dem Sofa jede Wette, denn der wurde ausgelagert. Wir haben bei Jonas im Kinderzimmer geschlafen und Jonas durfte vom Fernseher, nee Felix, jetzt habe ich es wieder verdreht, Felix durfte vorm Fernseher schlafen und länger YouTube machen und jetzt frühstücken wir erstmal und dann werden wir auf jeden Fall die Rallye gewinnen und ihr kommt sogar mit dann, ne, aufs Messegelände. Ja. Wir sind noch am Streiten, wer Team Frauen, wer Team Männer unterstützt. Das kriegen wir, ach guck mal, jetzt ist Felix auch. Winnerfahrzeug am frischen Morgen in Dresden. Benni, den wollten wir doch noch waschen lassen heute Nacht eigentlich. Was ist da los? Das mit den Schlitzen hier, das muss so, oder? Welche? Schon wieder ein Schaden am Fahrzeug hier. Welche Schlitze? Nein, das ist irgendwie so etwas locker. Achso. So, jetzt sag doch nochmal. Also wir haben jetzt diesen und... Den, ja. Den, der silberne ist für die Tür. Der silberne ist für die Tür. Nach links drehen, nicht abbrechen. Ja, mutig, nach links. Gestern die ersten Rallye-Teilnehmer kennengelernt, ja. Und die haben uns schon mit Stickern versorgt. Also das ist so eine, ja, es sind so besondere Sticker. Wer liebt euch und wen liebt ihr? Maschine. Also das ist der eine. Und dann haben wir hier diesen dänischen, dieses dänische Team kennengelernt, die, wie sagt man, die waren schon ziemlich angetrunken am Ende. Das ist ein Team, was sich einfach, die parken irgendwo und legen sich direkt neben das Auto. Da stellt man sich dann so ganz romantisch vor, dass die am Elbufer irgendwo stehen auf der Wiese. Aber die haben dann in der Dresdner Neustadt einfach auf dem Betonboden auf einem Parkplatz geschlafen. Direkt neben ihrem Lader von 1940, 1973. Der sie mit gigantischen, ich glaube 49 PS waren es, ans Ziel bringen wird. Also, wie sieht der Aufkleber aus? Der Aufkleber sieht, sieht so aus. Das ist das Team Longship. Ja. Also wir werden vielleicht, wir könnten einzelne Interviews mit den Teilnehmern machen. Und dann am meisten immer am Abend, ab 22 Uhr. Ganz schnell, Toilette, Dommel zeigt euch, wo ihr parken könnt, den blauen Zettel Akkreditierung und Wordbook-Ausgabe und da haben wir noch einen super Barista, schmeckt alles super und ich freue mich, dass ihr da seid. Habt ihr schon Spenden gesammelt? Ja. Ja. Perfekt, habt ihr da schon ungefähr einen Betrag? Ich habe euch eine Europakarte mitgebracht, damit ihr den Weg findet. Okay. Einmal das. Und dann habe ich euch eine. Liebevoll ausgedruckt. Dann habe ich euch noch eine Russlandkarte mitgebracht. Damit ihr einfach fahrt, damit ihr auch wieder zurückkommt. Über Russland. Und dann habe ich euch noch eine Erweiterung für euer Auto mitgebracht. Als Magnet gekauft. Den wir dann hier so. Habt ihr Lust auf Hauptsatzredung? Warum? Because we have 90-95% German-speaking teams, so that's why we do it in German. Yeah.
du da? Ja, ich muss erstmal die richtige Brille aufsetzen, dann was hat hier so rot geblinkt? Ruft Benny nur von der Seite. Hier blinkt was! Wir sind noch nicht mal 2 Stunden unterwegs. Ja, das war nur die Kühlertemperatur, so sieht es zumindest aus. Also wir dürfen nicht über 100 fahren, sonst... Aber sind wir doch gestern auch. Ja, aber hier geht es so... Ach, bergauf. 3 Grad bergauf. Oder wir müssen Ballast abwerfen. Eigentlich haben wir nichts. Da haben wir nichts. Scheiße. Tschechischen Republik und müssen jetzt für Rico noch schnell die Rasenrakelaufkleber nach Transsilvanien nachschicken lassen. Und wir versuchen hier mit Roaming und LTE schnell noch die UPS Overnight Express Spezial Aufkleber zu kaufen. Und ich glaube, die Spende vom Rico, die muss auf jeden Fall dann verdreifacht werden, ja, um überhaupt mal die Portokosten wieder reinzuholen. Das wird so teuer werden. Also weiter. Benny macht das mit dem Label und währenddessen kann ich euch mal ein bisschen erzählen. Eine Aufgabe in dem Roadbook ist, dass wir diese rote Büroklammer tauschen und gegen ein immer größeres Stück. Und dabei gibt's, kennt man vielleicht die Geschichte, aber gibt's ein paar Sonderregeln. Und zwar müssen wir in jedem Land sie tauschen. In jedem Land gibt es eine vorgegebene Farbe. Das heißt, jetzt müssen wir sie gegen etwas Orangenes tauschen. Dann müssen wir den orangenen Gegenstand später gegen was Blaues tauschen und so weiter und so fort. Jedes Land eine andere Farbe. Und es muss jedes Mal 100 Gramm schwerer sein. Wie wir das messen wollen, wissen wir nicht. Es kam uns gerade die Idee, wir tauschen es einfach gegen einen Mülleimer. Aber das Problem ist ja, wenn es dann jedes Mal größer wird, dann haben wir ja spätestens in Mazedonien einen Elefanten dabei oder sowas. Dann brauchen wir einen Anhänger. Und jetzt waren wir hier gerade an der Tankstelle in Tschechien. Und hier spricht einfach mal keiner Deutsch. Und Englisch auch nicht. Englisch sprichst du ja auch nicht. Ich habe es dann mit Französisch versucht, ein bisschen Griechisch versucht, Norwegisch. Benni, welche Sprachen kannst du noch? Spanisch und Latein. Spanisch und Latein. Wir sind bestens ausgestattet, aber ich glaube, Team Frauen hat hier einen Vorteil mit dem Tschechische, Polche, Polche. Gucken wir mal. Das erste Tausch. Ja, die Fruchtfrauen haben sich kaputt gelacht. Wir haben jetzt was Orangenes, was größer ist als die Büroklammer. Und jetzt müssen wir als nächstes was Blaues. Das ist was Blaues. Wir müssen jetzt diese Frucht gegen etwas Blaues tauschen. Machen wir einen Pfirsich draus. Also jetzt bloß nicht essen. Scheiße. Die nächsten 72 Teams sind letztendlich an den Start gegangen. Die einen oder anderen haben bis zum letzten Moment noch in irgendeiner Werkstatt verbracht. Ganz tolle Menschen, die wir gestern Abend schon kennenlernen durften. Auch so ein bisschen eine Lebensversicherung. Es gibt einen, der mit seinem, ich würde mal sagen, ADAC-Wagen quasi mitfährt und schon die letzten Rallyes einigen Leuten den Hintern gerettet hat. Und der hat uns sehr motiviert, als er gesagt hat, T4, habt ihr dann die Antriebswelle schon gemacht, das schon gemacht und das schon gemacht und das schon gemacht. Hardy, ich hoffe, wir sehen uns nicht. Und wenn, freue ich mich trotzdem auf deine Hilfe. Ja, Spaß beiseite, wir sind gerade rausgefahren aus Dresden. Da sagt Benny, die Hitzeanzeige geht hier an, also die Temperaturanzeige vom Motor. Das war bei 80 bergauf, als wir Richtung Polen rübergefahren sind. Heute war der letzte Tag, an dem wir noch die Autobahn benutzen durften. Jetzt sind wir hier in Tschechien auf dem Weg nach Prag. Haben keine Ahnung wo im Prinzip, weil der Maßstab von der Karte, den wir besorgt haben, ist ein bisschen der falsche. Wir könnten locker bis Vladivostok irgendwo hinkommen, aber Prag wird schwierig, da die feinen Straßen zu finden. Wir schlagen uns trotzdem irgendwie durch, es kommt schon, wir fragen viel umher. Wir haben die ersten Challenges sind wir angegangen und jetzt ist erstmal Kaffeepause, während da hinten das YouTube-Video hochlädt und gleichzeitig Benny gerade noch einen Konferenzcall hat heute. Und heute Abend werden wir mal gucken, wo wir irgendwo schlafen. Also wir haben jetzt gerade bei Katrin angerufen. Die hatte ja noch eine Mitfahrerin, die war die Steffi. Die war ja aber krank oder irgendwas, ist ausgefallen. Und wir haben jetzt Katrin gesagt, dass sie in einer Dreiviertelstunde in Prag landet und jetzt gerade im Flugzeug ist und aber nicht zu erreichen ist, weil sie ist ja im Flieger. Und daraufhin hatte Steffi Katrin dann mich angerufen. Katrin war auch schon so krass verzettelt auf der Fahrt. Die hat schon so eine Krawatte jetzt gehabt, dass sie nach Prag zurückfahren muss zum Flughafen. Um sie also abzuholen. Profis am Werk. Ich habe ja gesehen, wie dein Vater das gemacht hat. Sieht gut aus.
gezaubert? Ich habe Drei-Gänge-Menü. Also wir haben schon Lachs-Tatar und Mousse-Chocolat und als Hauptgericht habe ich eine Kreation aus Fusilli und Pesto hergestellt. Eine Reduktion am Teller. Eine Reduktion. Wir sind deutlich länger gefahren als geplant heute. Und deshalb machen wir heute mal Schluss. Ich glaube, es gibt auch gar nicht so viel Impression. Es hat dann noch geschüttet, richtig. Und das war gar nicht so leicht mit den abgefahrenen Reifen bergab durch irgendwelche Zickzackkurven. Das hat sehr viel Konzentration gekostet und deshalb haben wir nicht so viel die Kamera drauf gehalten. Also wir machen jetzt hier das... Naja, es war so dunkel und die Scheinwerfer haben die Straße nicht erleuchtet, da konnte man eh nichts sehen. Also wir sind eigentlich mit Fernlicht dann noch gefahren. Also es war deutlich länger als geplant. Und jetzt essen wir und das heißt, wir sehen uns dann morgen in Tag 2. Und morgen greifen wir richtig an. Heute haben wir Punkte liegen lassen, weil unsere Navigationskünste... Aber wir haben heute noch extra Punkte gut gemacht, weil die Rallye geht ja nicht um Ankommen, sondern um, Punkte sammeln. Und wir haben heute... Also Stefan ist gefahren und dann war die Situation so, dass wir, halt mal mein Bier, da ist ein Panzer. Da stand ein Panzer und eins der Foto-Challenges, die man machen muss, ist ein Bild vor einem Panzer, Kampfflugzeug, Kampfhubschrauber. Und wir haben das Bild mit dem Panzer gemacht. Und das Damenteam hat irgend so ein Passagierflugzeug oder sowas genommen. Ne? So ein Cessna oder so. So ein Billo-Teil. Also wenig mit Krieg und Waffen und also so ein. Das ist eigentlich. Eigentlich keine Punkte. Eigentlich Nullwertung. Wenn, ja, Nullwertung. Nullwertung, glaube ich. Nullwertung. Auch. Aber beim Rest haben wir echt was liegen lassen. Aber morgen greifen wir an, jetzt nach dem Gourmet-Essen. Also, Attacke. Ja. Gute Nacht.